Ja, was haben wir hier zu sehen? Ich habe mir auch eins dieser Präsentiertellerchen, Scheiben oder wie auch immer besorgt. So kann ich die kleinen Roboterfeinde der Turtles hier ein bisschen im Kreis drehen lassen, bis ihnen schwindelig wird. ich hole mal eins raus. Das sind diese kleinen Roboters, die auch schon in den Zeichentrickfilmen als allererstes oder ich glaube in den Comics schon aufgetaucht sind. Die sind noch ziemlich einfarbig, eintönig. Ich werde sie ein bisschen bemalen, ein bisschen betonen. Die sind zwar grau, aber so ein bisschen betonen. Da sehen die bestimmt richtig cool aus. Vielleicht mit ein paar Roststellen oder so. Und hier im Hintergrund habe ich ein bisschen an Raphael rumgebastelt. Es sollte passend zu Star Wars 40 Jahre werden, dass er in dem Look ein bisschen auftaucht mit Accessoires von, ja, von Star Wars, von den 6 Inch-Figuren passend. Die passen ihn ja super cool. Er hat die Waffe von eins der Chewbacca-Figuren und den Gürtel meine ich auch. Dann noch so ein Umhang, ein bisschen gebastelt, Kopfkissen klein geschnitten. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den da irgendwie mit drauf bekommen. Ja, klappt super und dann können wir ihn von allen Seiten betrachten. Es ist noch nicht fertig, es ist jetzt wirklich nur so kurz provisorisch mal getestet und gemacht. Der soll aber auf jeden Fall noch ein bisschen was bekommen. Vielleicht noch so eine Kapuze oben drüber. Der Mantel ist mir auch noch ein bisschen zu sauber. Und dann sind die anderen Turtles dran. Und vielleicht vorher noch die kleinen Roboterchen, dass die nicht so einfarbig langweilig aussehen. Ich hoffe, ich kriege das gut hin. Und dann werden die richtig cool aussehen. Passend zum Raphael. Der ist schon so mit seinem Outfit. Ich sag, gefällt mir richtig gut. So wie der jetzt gekleidet und angezogen ist. Vor allem Turtles mit Waffen. Sieht schon richtig cool aus irgendwie. Gut, dass das Splinter nicht sieht.